Ja, servus Leute. Der Stefan und der Norbert haben mich darauf hingewiesen, dass es wohl schlechte Nachrichten zum Ladetarifanbieter Elva gibt. Hier habe ich euch mal die Nachricht vom Norbert mitgebracht. Der schreibt: Hallo Rasener Röhrenreporter, Bretterner BMW, Bolidenbeweger, lieber Michael. Richtige Anrede. Elva scheint wohl in die Insolvenz zu gehen und sucht einen Käufer. Siehe Screenshot. Viele Grüße aus Mainz, Norbert. Und der Norbert hat dann auf diesen LinkedIn-Beitrag von einem Herrn Sören Ziems verwiesen, der nach eigenen Angaben Co-Founder und CPO bei Elva ist. Und er schreibt folgendes, Europas beste App und Ladeplattform braucht ein neues Zuhause. Aus eigener Kraft geht es nicht mehr. Elva befindet sich seit wenigen Tagen im vorläufigen Insolvenzverfahren und steht damit zum Verkauf. Eine weitere Finanzierungsrunde ist uns trotz unermüdlichen Einsatzes nicht gelungen. Ob dieser Beitrag in LinkedIn 100% korrekt ist, kann ich nicht beurteilen, denn auf der Seite von Elva habe ich zu dem Thema selbst nichts gefunden. Ich bin mir also nicht sicher, ob das passend ist. Mich würde es aber nicht überraschen, wenn das so zutrifft. Denn Ladetarifanbieter, die nur im Roaming unterwegs sind, die haben es natürlich schwer. Die Ladesäulenbetreiber wollen am liebsten das Geschäft selbst machen ne? und werden deshalb versuchen, solche Anbieter aus dem Markt zu drängen, die Roamingpreise hochzuhalten und äh, dann wird es schwierig, für so einen Roaminganbieter tatsächlich noch Geld zu verdienen. Ich frage mich auch, wofür wir die Roaminganbieter eigentlich brauchen, denn dann ist nur noch jemand zwischengeschaltet, der auch noch mal Geld verdienen möchte. Und für mich steht deshalb weiterhin die Frage im Raum, Warum das Laden von Elektroautos an öffentlicher Ladeinfrastruktur so ja kompliziert sein muss mit App oder mit extra Karte? Warum das nicht einfach zum Beispiel mit Maestro-Karte geht? Da sagen ja einige, die Transaktionskosten seien zu hoch. Wenn aber solche Vermittler wie jetzt zum Beispiel Elva noch dazwischen geschaltet sind, dann kostet das ja auch noch mal Geld, weil die eine Marge haben wollen. Also von daher verstehe ich das System ehrlich gesagt nicht. In meinen Augen unnötig komplex, unnötig fehleranfällig, aber so ist es jetzt momentan halt nun mal. Und mit Elva scheint es jetzt ein Opfer zu geben, das unter Umständen nicht weiter als Ladetarifanbieter in Zukunft verfügbar sein wird. Das muss man also mal abwarten. Wie gesagt, ich kann nicht hundertprozentig behaupten, dass dieser LinkedIn-Eintrag korrekt ist, aber eine Nachricht ist es mir auf jeden Fall wert. Wie gesagt, der Norbert und der Stefan haben mir das unabhängig voneinander geschickt. Vielen Dank auch für den Hinweis und äh, ja. Ich bin mal gespannt, ob jetzt in naher Zukunft dann auch die elva Kunden über diesen Sachverhalt informiert werden. Okay, ihr könnt ja nochmal schreiben, ob ihr das für eine korrekte Information haltet, da auf LinkedIn. Ich wie gesagt gehe davon aus, ist es ist korrekt. Ansonsten soll es das für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abos voll obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.